die neue Eventtruppe hier in Clash of Clans auf kleineren Rathäusern heute mal gespielt. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Mit mir dem Thorsten. Ja, im Moment will man ja wirklich irgendwie im Spiel nichts anfassen. Keinen Baum verrücken, sich keine Wiederholung angucken, nicht in den Editor-Modus gehen. Im Moment sind noch viele, viele Bugs vorhanden nach dem letzten Update. Also die Liste wird auch bei Supercell immer länger, aber so hier und da ist schon ein bisschen was abgestellt. Wenn ich sage, so hier und da ist, wir haben das Spiel ja einmal auf Google, wir haben das Spiel einmal oder auf Android, wir haben das Spiel einmal auf Amazon und wir haben das Spiel einmal auf iOS, also auf den Apple-Geräten, und teilweise gibt es den Bug hier, aber beim anderen Betriebssystem nicht mehr. Also wartet dort ein bisschen ab. Und ich weiß aber selber, man will natürlich alles machen, und wenn dann das Spiel abstürzt und dann wird's gemeldet und Toto, kannst du mal gucken, und Toto, mein Dorf ist weg und all sowas. Ich kann's nicht, ja. Ich kann's weitergeben hier nach Supercell, wenn ihr dann ein kleines Video habt, so nach dem Motto, hier, ich klicke hier auf den Sammler und mein Spiel stürzt ab, weißt du, so. Und wenn ich dann das, und wenn wir das Ganze natürlich noch belegen können, dann wird das mit in den Bug Report aufgenommen. Das kann ich euch in jedem Fall sagen. Aber kaputt gegangen ist auch mal wieder bei mir hier so eine dicke Birne. Ihr wisst, vor 4 Wochen hatte ich einen kleinen Lichtausfall. Gestern Abend genau das gleiche. Die zweite Birne ist ausgefallen. Wunderbar. Nicht, dass die beide auf einmal ausfallen können. Nein, da müssen 4 Wochen dazwischen liegen. Und naja, auch hier schlägt Murphy immer gerne zu. Aber was wollen wir eigentlich machen? Ich wollte ganz gerne heute mal wieder im Rathaus 8-Bereich mit euch angreifen. Denn ich bin mit einem meiner Accounts tatsächlich mal in die Clankriege hier reingeraten, also im Clan Free to Play. Wir können mal reingehen. Und was ich eigentlich machen muss, ich muss einen 9er und einen 10er machen. Andere haben hier auch schon was gemacht. Wollen wir mal reingehen, wenn wir schon mal da sind, weil wir haben es gestern Abend nicht mehr live mit reinbekommen. Hat den Hintergrund, dass auch dieser Clankrieg hier weit nach Mitternacht, glaube ich, gestartet ist. Und ich in der Woche im Moment immer so bis, ja, ich sage immer, ich mache immer bis 11, aber es wird immer länger. Ja, gestern war es auch schon wieder 12. Aber, und der Clankrieg hatte, glaube ich, gerade so gestartet. Aber trotzdem sind wir irgendwie offline gegangen. Und ist natürlich ein sehr, sehr altes Design hier. Ich gucke mal ganz bewusst nach vorne. Weil den Account hier habe ich noch auf meinem vorherigen iPad. Den konnte ich noch nicht übertragen. Und da bin ich im Moment halt auch vorsichtig mit. Aber habe ich noch eben noch gesagt, guck bloß keine Wiederholung. Jetzt gucke ich natürlich gerade eine Wiederholung. Und ich hoffe, dass mein Dorf gleich noch da ist. Auch wenn ich jetzt eine Wiederholung geschaut habe. Ist sehr, sehr merkwürdig hier nach dem Winter-Update, was hier abgeht. Der wird natürlich bei mir auch immer kalt. Naja, das geht so. Aber okay, hat er ganz gut gemacht, würde ich sagen. Riesenhexenbowler, immer eine gute Wahl hier, Rathaus 10. Vor allem, wenn es darum geht, gegen Single Infernos anzurennen, ist das immer eine beste Truppe hier. Außen nochmal den Sprung gesetzt, dass die da in jedem Fall nicht nochmal durch die Mauer müssen. Und der einzige Flächenschaden, der noch da ist, ist der Magierturm. Das schafft die Queen jetzt. Also auch hier 30er King, 40er Queen beim Amenophis. Und nochmal den letzten Blut gezündet. Okay. Ja, ich bin jetzt wirklich gespannt, ob mein Dorf noch da ist, wenn ich jetzt wieder in die Warmap gucke. Scheinbar ist mein Account noch da. Okay, wir gehen erstmal rein. Ich würde sagen, wir machen erstmal den 10er. Den mache ich noch mit dem normalen Go-Hawk-Angriff. Danach den 9er machen wir mal mit den Widerreitern. Oder die Widerreiterinnen da. Die sind ja ziemlich heftig. Ich habe die gestern im Rathaus 15-Bereich ausprobiert. Leute, die hauen aber mal nett rein. Mal sehen, ob die auch bei den kleineren Rathäusern so gut sind. Denn sie sind dann ja nicht so stark auf dem Level und mit 12 Platz passen auch nicht so viel rein in die Armee. Aber alles klar, wir gehen erstmal hier rein. Sowas habe ich dabei. Ich würde sagen, wir locken die Clanburg, mal sehen, was da drin ist. Das können wir ganz easy machen. Na, okay, alles klar, passt. So, der kommt dann in jedem Fall schon mal durch. Queen ist noch nicht ganz Geschichte da, obwohl doch die gegnerische Queen. Wo er hatte die denn eigentlich rum? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay. Ah, da ist er weg. Okay. Und dann können wir hier gleich schon mit unserem Hock starten.
Ich denke mal, wir können da mit den Hocks ein bisschen starten. Und wenn man ein paar Hocks hat, dann nimmt man einfach mehr Hocks. Oh, da war schon eine Riesenbombe, alles klar. Und die nehme ich jetzt von einer komplett anderen Seite. Einmal hier durchgeheilt. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte extra jetzt zwei Gift mitgenommen wegen diesen blöden Skeletten da. Aber das sieht ganz gut aus hier. Ja, easy peasy. Das war jetzt auch nicht so. Die Base war nicht so stark. Ja, eine Ausrede hat der Tote ja immer. Das wisst ihr. Aber dennoch glaube ich, ist das hier noch eine recht einfache Sache. Ich meine, die Klamburg war jetzt auch noch nicht so stark. Ich glaube, das war auch nur eine 25 Truppen. Clanburg hier. Und den konnte man in jedem Fall ganz gut machen. Bin mal gespannt. Ich kann euch auch den Angriff von gestern gleich noch zeigen im Rathaus 15er Bereich. Den nehme ich aber nochmal nach. Die sind ganz schick. Und dann gebe ich mir nochmal die gleiche Truppe, glaube ich. Ich gebe mir nochmal das gleiche hier. Ich gebe mir nochmal das gleiche. Im Moment gehe ich hier natürlich hart einkaufen. Der Account muss auch nicht mehr so viel machen. Noch so ein bisschen klein. Kleinviech. Und so, dann kann er das auch machen. Und dann nehmen wir den Achter auch mit hier. Ja, diesmal mit dem Widerreiterinnen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie und ob das funktioniert vor allen Dingen. Denn, wie gesagt, mit 12 Platz bekommst du natürlich nicht so viel rein. Ich habe jetzt, wie viel haben wir denn eigentlich drin? 8 Stück davon drin. Hab noch 2 Hocks und nochmal zusätzlich 6 Hocks in der Clanburg. Ich hoffe, das funktioniert. Auch hier würde ich ganz gerne erst die Clanburg, glaube ich, rauslocken. Das können wir, glaube ich, machen. Das ist so ein bisschen oldschool, ne? Das ist ein bisschen oldschool hier. Die Clanburg locken. Naja, dafür habe ich die Hocks dabei. Wir gehen rein. Oh nein, habe ich ein Gift? Ah doch, ich habe wieder 2 Gift. Ich dachte gerade, ich hätte jetzt kein Gift. Okay, dann gucken wir mal, was in der Clanburg drin ist. Aha, das sieht schon mal ganz anders aus. Alles klar. Und dann gehen wir hier hinten rein. Ging mit dahinter. Okay, der Loon könnte natürlich ziemlich klein sein jetzt. Wir nehmen hier die Walküren mit rein. Wir könnten vielleicht noch Mauerbrecher spielen. Der Loon muss weg da. Alles klar. So, und jetzt, ja, das ist jetzt die Frage. Ich nehme die mal mit rein hier. Alter Falter. Hurra, auf geht's, Mädels. Oh. Die Mützenträgerinnen hier. Alter, die gehen ja ab wie Schmidts Katze. Wow. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, Leute. Die könnt ihr nicht spielen. Ja. Alter Falter. Okay, könnt ihr auch auf Rathaus 8 gebrauchen, seht ihr. Und ich glaube, ja, da gucken wir mal. Da geht in jedem Fall was mit. Gut, dass das keine dauerhafte Truppe ist und nur saisonal da ist. Das wär heftig, wenn die immer da wären. Die sind immer noch da. Und ich glaube, so ähnlich wird ja der neue Skin für die Gladiatoren auch werden, mit einer grünen Mütze und nicht so mit so einer roten Mütze. Rote Mütze hat jeder, ne? Rote Mütze hat jeder. Aber andere Mützen hier nicht. Dann habe ich hier jetzt auch meine Clankriegsangriffe gemacht mit dem Achter. Dann hat er mal wieder ein bisschen was getan. Aber glaube ich ganz gut, ne? Passt so. Der war ja fully maxed. Hier noch Bauhüte auf 12. Und zack, dann war es das hier. 3 Sterne für einen Toti. Aber ich habe die Widerreiter, wie gesagt, auch auf größeren Rathäusern probiert. Ich nehme die natürlich wieder mit. Und wir können einmal in den Thorsten reingehen. Denn der hat die gestern Abend auch einmal benutzt, nur um, damit ich euch das mal zeige, was man damit machen kann. Die Leute haben ja alle geschrieben im Chat, die mussten mit Wut nehmen. Und ihr seht das, habe ich die da oben genommen? Ah nee, der hat die auch genommen. Ich hatte hier gestern 16 Stück. Ja, ich hatte hier gestern 16 Stück. Mal sehen, ob mein Dorf nach der Wiederholung noch da ist. Also, ziemlich heftiges Dorf hier, Rathaus 15. Mit Monolith, mit allen drum und dran. Und mit dem Queen Walk oder Queen Charge hier vorweggegangen. Und die Leute haben alle gesagt, Tote, die musst du wuten, nicht heilen. Weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob die einen Wut brauchen oder ob die eher einen Heil brauchen. Denn ich kann mir vorstellen, die können gut beides gebrauchen. Aber wenn die hier gleich durchgehen, Leute, das ist
pervers, muss ich echt mal schon so sagen. Und gibt natürlich im Moment viel zu machen hier bei Clash of Clans. Und viel zu erkunden, vor allen Dingen aus dem neuen Update. Ich meine, so viel gibt es da nicht zu erkunden. Die einen erkunde ich ja jetzt. Das sind nämlich hier die Widerreiterinnen und die Miner. Die habe ich in meiner Clanburg drin. Und die Clanburg heißt bei mir ja im Moment Bohrer. Ich probiere ja immer noch den Bohrer aus. Der kommt von hier unten rein. Und jetzt kommt hier auch die ganze Meute rein. Echt krank. Wie die hier durchgehen. Helden habe ich auch noch. Ich habe noch ein Gift, den habe ich mal wieder nicht genommen. Aber ihr seht das hier. Die gehen einfach durch Mark und Bein durch hier. Ne? Das ist nicht normal. Die nehmen die ganze Base hier auseinander. Und haben aber, glaube ich, nicht so viel Trefferpunkte. Aber ihr seht das, mein Bohrer ist auch noch da. Ich muss mal ein bisschen näher reingehen. Jetzt habe ich den Gift da immer noch nicht genommen. Ah doch, ich glaube, jetzt habe ich den Gift für die paar Skelette genommen. Aber ich habe nicht alle mit reinbekommen. Und also ich kann euch nur empfehlen, spielt sie in jedem Fall schon allein für das Event im Moment. Denn dort gibt es... was gab es denn da nochmal? Da gab es einen coolen Trank, ne, meine ich. Wollen wir gleich nochmal gucken gerade. Und ich würde sagen, können wir hier mal locker schön im Clankrieg einsetzen, solange wie es sie gibt. Und können damit ein bisschen Spaß haben. Man muss ja nicht unbedingt jetzt gewinnen, sondern man soll ja auch in den Clankriegen so ein bisschen Spaß haben. Und aber mit denen kann man echt gut 3 Sterne holen, ne? Donnerwetter. Ich habe auch nirgendwo anders geguckt, wie gehen die überhaupt und so weiter. Aber hier bekommt man, jetzt muss ich mal gucken, ah ja doch, die dicke Rune hier, ne? Die dicke Rune des Goldes. Also in jedem Fall 1500 Gems hier mit 20 Mal die hier spielen und gewinnen. Ich glaube, das ist echt easy zu machen. Im Moment gibt es, glaube ich, noch kein zweites Spiel, richtig? Nein, in 20 Stunden, also morgen, bin ich auch mal drauf gespannt. Und ja, dann lasse ich jetzt mal die Finger von dem Spiel hier, bevor es mir abstürzt, meine Accounts weg sind, ich nicht mehr drankomme oder was dann auch immer alles so geschehen kann. Es war ja auch schon die eine oder andere Wartung gestern, die eingeschoben wurde. Ich gucke jetzt aber auch mal wieder, ob sich da ein bisschen was getan hat, ob ich euch vielleicht News reinreiche. Aber einiges kam gestern auch bei mir im Discord rum, wo die Leute gesagt haben, verschiebt mal besser nicht den Baum, aber ich hab den Baum jetzt endlich, ne? Den brauche ich aber nicht mal verschieben, denn der ist gut gewachsen. Der steht nämlich wirklich am Rand. Und auch da gab es so ein Problem, wenn man den verschoben hat, dann war das Dorf plötzlich weg und so weiter und so fort. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen mit den Widerreiterinnen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und jetzt gehe ich auch ans Telefon. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit, Leute. Ciao, ciao, euer Toto. Clasht.